Was ist ein Assessment Center, abgekürzt AC? Was ist ein Assessment Center? Nun, man würde es übersetzen zunächst mal als Beurteilungszentrum. Beurteilungszentrum, das wäre zunächst mal die wörtliche Übersetzung. Und was bedeutet das so? Ein Beurteilungszentrum ist ein mehrtägiges, ja, früher die Assessment Center waren länger, heute sind sie in der Regel ein bisschen kürzer. Mehrtägiges kann auch mal anderthalb Tage sein, ja, 2 bis 3 Tage, je nachdem, wie gesagt, der Trend geht dahin, sie kürzer zu machen. Ein mehrtägiges Testverfahren. Sie sehen daran gleich, wie die Beurteilung stattfindet, nämlich der Kandidat muss Tests absolvieren. Beispielhaft solche Übungen habe ich Ihnen in einem anderen Video genannt. Ein mehrtägiges Testverfahren in Praxissituationen. Man versucht also, die berufliche Praxis zu simulieren durch entsprechende Tests und Übungen. Und das Ganze macht man, warum? Was ist das Ziel? Nun, ein Assessment Center kann zwei Ziele haben. Ursprünglich mal kommt es aus dem Militärischen, eher wohl zur Führungskräfteschulung, dann hat es Karriere gemacht als Verfahren zur Personalauswahl. Also das Ziel 1 ist Personalauswahl, aber man kann es genauso einsetzen zum Führungskräftetraining. Ja, das sind die beiden Verwendungsmöglichkeiten. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.